Herzlich willkommen, eure Freunde, zu Animal Crossing New Horizons. Wir schauen mal eben in meinem Briefkasten, denn hier haben wir irgendwas wieder. Joanna hat uns das geschickt, mal wieder. Ein paar Bombenbusch-Sprossen, die wir natürlich so gut gebrauchen können. Dann haben wir hier Rainers Ding, Super und Jessie. Ich behandle jede Karte, die mir Freunde schreiben. Ich habe sogar ein Zimmer dafür anmieten müssen. Okay, das ist eine Menge Geld, aber für Karten von Freunden ist es das wert. Man sieht sich, Jessie. Okay, sehr, sehr nett von Jessie auf jeden Fall. Wir haben gestern bei Rainer das Perlengemälde gekauft. Und das bringen wir jetzt gleich mal zu Dingsy Bums. Oh, der Insektentyp ist da. Rainer ist heute nicht da, okay. Der Insektentyp ist da. Sehr interessant. Genau, wir laufen mal eben hier herum wegen Dings, ne, wegen der Karte. Wegen dem Rezept. Ich bin heute irgendwie leicht verpeilt. Bin auch gerade erst aufgestanden, um 8 Uhr heute. Ich habe gestern Star Wars 9 gesehen, also den letzten Film der Skywalker-Reihe. Der Film war, war in Ordnung, ja. Also ich würde ihn jetzt nicht hochloben. Aber er war in Ordnung. Wo ich mich manchmal ein paar Sachen gefragt habe, die irgendwie seltsam waren. Ja. Sonst war der Film eigentlich ganz in Ordnung. Also war er okay. Auf Amazon habe ich ihn außerdem gekauft. Für 16 Euro noch was. Plus Bonusmaterial. Ja. Also ich bin immer noch der Meinung, dass Star Wars Clone Wars viel, viel besser ist. Bin ich immer noch der Meinung und ich bleib dabei. So. Ja, und vergraben. In den Geldbeutel. Ja. Was haben wir denn hier drin? Eine Hyzanitenlampe. Ist das eine Blume? Ist das die Blume? Mal schauen. Ja, ist es. Cool. Cool. Die sieht echt cool aus. So. Gilliver, ist Gilliver hier irgendwo? Bestimmt nicht. Bestimmt nicht, ja. War auch irgendwie klar. Der kommt ja eh nie. Nie kommt der Junge. Okay, dann gehen wir mal kurz zum Schlepp und Nepp. Gucken wir mal eben, was er so Schönes im Angebot hat. Und dann können wir, glaube ich, schon ein bisschen. Dann können wir den Wasserfall da erweitern. Ja. Oh, billiger Tisch, okay. Der kostet bestimmt auch viel. 44.000. Oh ne, noch teurer. Cool. Cool. Sicherungskasten. Ja, komm, nehme ich. Und den Blumentopf nehme ich auch. Papierkorb. Alles das gleiche, ey. Alles. Oh, das hier ist auch cool. Ein Tonbandgerät. Den Kasten, den kaufe ich aber nicht. Was ist das denn da oben dran? Ein Geisterschirm. Oh, den kaufe ich mir mal. Der interessiert mich ein wenig. Für die Küche wäre der ganz cool, ne? Aber mir gefällt der nicht so. Ah ja, Rübenpreise. Heute ist ja Montag. Rübenpreise. 92, nee, ist zu wenig. Nichts. Bye bye. Ach.
So, hier links war das, ne? Genau hier. So, wir gehen jetzt aber ganz kurz runter, um zu schauen, wie das aussieht. Es sieht nämlich so aus. Ich versuche noch, hier diesen Weg zu bekommen, den auch diese Brücke hier hat. Dann werde ich dann den Weg umändern in dem. Heißt, so, dann gehen wir mal eben hier in Inseldesigner rein. Bearbeiten beginnt. So. Richtig. So. Ich glaube, so müsste es doch schon reichen, oder? Gucken wir eben. Gehen mal hier nach oben. Oh. Ach, hä? Warte. So. So geht das. So. Hier machen wir jetzt natürlich alles ein bisschen größer. Können das nicht allzu groß machen, weil das Haus hier steht. Aber so ein bisschen größer können wir es machen. Ja. Dann hier auch noch. So zwei vielleicht. Ja, vielleicht drei. So. Sehr gut. Dann müssen wir hier hoch. Aber erst muss ich das da wegmachen. So. Leiter. Leiter, Leiter. Und zack. So. Gewässerlizenz. Und zack. Perfekt. Dann wollte ich noch hier oben gucken. Ich glaube, ich muss das gleich testen. Da hinten haben wir noch ein Fossil. Oh, gib mal her. Sehr schön. Weiß nicht. Also, das hier oben gefällt mir eigentlich alles noch nicht. Aber ich weiß auch nicht, wie ich das anders machen soll. So, du kommst erstmal hier raus. Dann bräuchte ich eigentlich. Habe ich Obst hier? Nee, habe ich nicht. Schade. Ich gehe mal kurz runter. Aber ich komme da nirgends so hoch, ne? Ist auch blöd. Das ist auch blöd. Ach, da komme ich auch nicht rüber. Schade. Naja. Dann komme ich halt hier rüber. Und da haben wir noch eins. Daneben. Daneben. Alter. Jetzt aber. Super. Hallo Eugen. Oh, ich bin echt müde. Ich glaube, ich gehe gleich echt nochmal schlafen. Willkommen im Museum. Wie darf ich Ihnen helfen? Fossilien analysieren. Ich hätte hier fünf Stück für Sie. Bitteschön. Ja, ist nicht nur ein Pfund, ich weiß. Oh, haben Sie da schon alles? Oh, das ist aber traurig. Aber ich hätte da was. Achso, ich wollte das ja stiften. Sagen Sie, ist das etwa ein Perlengemälde? Momentchen, lassen Sie mich mal genauer schauen. Pah, Humbug, eine Fälschung durch und durch. Die Kunst ist auch nicht das, was sie mal war. Ehe man sich versieht, tut man einen Fehlgriff. Oh, super. Toll. Das ist eine Fälschung. Ich habe außerdem gestern mit meinem zweiten Account auch noch was bei Rainer gekauft. Vielleicht ist das dann das Richtige. Schade. Haben wir auf jeden Fall eine Fälschung.
können wir dann aber eigentlich auch hier irgendwo schön hinstellen, finde ich. Ja, platzieren. Achso, ach, ich dachte, das wäre die, die Statue, die ich hätte. Habe ich aber nicht. Okay, dann nicht. So. Du gibst mir Geld, das finde ich super. Und leider passt hier nicht alles hin. Egal. Egal. So, dann besuchen wir noch eben die Bewohner. Ich muss mal ganz kurz hier was gucken. Okay. Und irgendwas hier. Ah, wieder Steine kloppen. Tag der Natur, ich soll Bäume fällen? An die Pflanzebäume. Okay. Okay, das ist was anderes. Ist, ach, Edde schläft da immer um 8, ne? Ja. Schade. Schade, Edde ist so cool. Ich glaube, morgen nehme ich mal wieder etwas später auf. Ja. Genau. Ach, der Insektentyp war ja da, ne? Aber Insekten zu jagen finde ich immer so, Wieso bin ich immer nicht hundertprozentig sicher, ob ich nun den Hammer nehmen soll oder nicht? Hey, Moritz. Also, ich stelle gerade eine Manga-Bücherwand her. Oh, cool. Die Idee dazu hatte ich gestern beim Einschlafen, weil ich eben nicht einschlafen konnte. Checkst du das? Auch egal, wen interessiert. Heute ist heute und ich bin so im DIY-Fieber. Willst du auch so eine Wand basteln wollen? Ja. Cool. Hier, bitte. Oh, eine Manga-Wand. Oh, das ist natürlich cool. Ob da wohl echte Mangas dabei sind? Ich weiß ja nicht. Ja, ganz cool. Was braucht man denn für die? Magazine. Okay. Wie stellt man Magazine her? Das ist ja wieder hier eine Frage. 10 Magazine braucht man. What? So, Jesse, bei Jesse war ja. Oh, ich will echt schlafen, ey. Mann. Oh, Oscar, hallo. Niemand da, du schläfst auch. Mischka ist wahrscheinlich wieder unterwegs. Oder Mischki? Mischi. Ja, Mischi ist wieder unterwegs. Gut, dann suchen wir die mal wieder. Wird er irgendwo sein? Oh Gott, ich muss ja die Tage auch wieder einkaufen, Leute. Ist das hier? Karottenbett? Kartonbett? Kann ich nicht erlernen? Nee, okay. Ich gehe mal erstmal auf die andere Seite. Ach, ich habe gestern auch noch The Last Kingdom geschaut, Staffel 4. Kam gestern auf Netflix raus. War wieder eine sehr, sehr schöne und spannende Staffel. Da ging es diesmal wirklich deutlich mehr um die Familie. Um Uhtreds Familie. Man lernt irgendwie jeden Charakter gut kennen. Und ja, ist dann auch traurig, wenn dann, ja, ne, also, wenn die sich dann trennen oder so. Genau. Das war auch schön. Du, Mischka, wo bist du? Pamela schläft auch, ne? Ja. Die Olle, ey. Die Olle. Da habe ich gestern gesehen, die Schildkröten, die sind ja gar nicht tot, wenn man die irgendwie so zusammen zu einem Möbelstück macht. Oh, hallo. Oh, perfektes Timing, Mauser. Hier, nimm diese Schreibmaschine. Oh, das ist aber nett, Lukas. Ja, tatsächlich, ja. Na, Lust auf einen Plausch? Ich kann sie nicht verdenken, Mauser.
Hast du schon ein paar Samen bei Gerd gekauft? Einige davon sind total selten, Mauser. Ach, wir waren noch gar nicht beim Rathausplatz. Vielleicht ist da ja jemand. Stimmt. Danke für den Tipp, Herr Lukas. Oh, sieht aber nicht danach aus. Außer die hier. Hallöchen, ich bin's, Oskar. Nimmerland hat genau die richtige Größe. Zu groß, um das andere Ende zu sehen. Zu klein, um von den Seemonstern angegriffen zu werden. Ja. Ich habe gehört, dass du Jona ganz viele Rüben gekauft hast. Ja. Wie schön, dich zu sehen, Mini. Ich liebe Tage wie diesen, wo man die Wäsche so schön an der Luft trocknen kann, Mini. Alles klar. Okay. Mischka. Hat jemand Mischka gesehen? Nein. Ich auch nicht. Letztes Mal saß sie auf der Brücke. Aber ja, heute nicht. Schade. Wo habe ich denn heute noch nicht gesucht? Ich glaube, da hinten am Strand, ne? Wir gehen da mal noch kurz gucken. Du bist viel wert hier. Du süßer Schmetterling. So, habe ich dich. Regenbogenfalter, danke. So, Mischka. Mischka ist echt nicht da, ey. Mann. Okay, Leute. Ich würde einfach sagen, ne, das war's für heute. Ich habe heute nicht viel geplant gehabt. Es tut mir leid, ja. Nächste Folge wird wieder interessanter. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, euer Kamito, haut rein und ciao.